Toyin, das ist Marie Czerminová. Sie ist eine der wichtigsten tschechischen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie ist eine bedeutende Surrealistin. André Breton hat große Stücke auf sie gehalten und der gesamte Surrealistenkreis ebenso. Für die Hamburger Kunsthalle ist sie eine Neuentdeckung. Und es ist eine sehr opulente Ausstellung. Also wenn man hier reingeht, ist man wirklich vollkommen überwältigt von der Farbvielfalt, von der Formvielfalt, von den Einflüssen, die sie aufgenommen hat, die sie weitergegeben hat. Sie ist tatsächlich eine erstrangige Künstlerin, die im 20. Jahrhundert jetzt endlich den ihr zugehörigen Platz bekommt. Toyin ist einfach eine Grenzgängerin. Sie nimmt dieses Pseudonym und macht sich damit unabhängig von ihren familiären Wurzeln, ihrer Herkunft. Sie verlässt die Familie schon mit 17 Jahren und hinterfragt diese gesellschaftlichen Schubladen. Sie ist Grenzgängerin nicht nur im Hinblick auf Grenzen der Länder und Grenzen von Gesellschaft, sie ist auch Grenzgängerin im Hinblick auf die Frage, wie sie Kunst macht. Toyin kommt Anfang der 30er Jahre mit dem Surrealismus in Berührung. Sie entwickelt 1932 schon erste Formen, die aus dem Unbewussten auch repräsentativ Formen zeigen, Augenformen, Muschelnformen. Und sie nähert sich immer mehr der Idee der Surrealisten. Und dieser kreative Austausch zwischen Frankreich und der Tschechoslowakei erfährt natürlich ein jähes Ende mit der deutschen Besatzung. Toyin hat Ausstellungsverbot und muss im Verborgenen arbeiten. Sie versteckt ihren künstlerischen Weggefährten, den jungen Dichter Hinrich Heißler, der als Jude verfolgt wird. Und das sieht man ganz faszinierend auf ihren Werken, dass auf einmal das Auge zerbricht und alles, was vorher im Fluss war, Metamorphose, Transformation, Wasserassoziationen hatte, auf einmal wie austrocknet und sich in Wüstenlandschaften eigentlich nur noch die Skelette dieser vormaligen Spektakel und sinnlichen Erfahrungen finden. Nach Ende der Besatzungszeit empfindet Toyin und Heißler natürlich eine riesige Befreiung und das spiegelt sich in ihren Bildern wider. Sie spüren aber sehr schnell die Einparteienregierung und die Gefahr des Stalinismus aufkommen und sie entschließen sich, Prag zu verlassen. Äußerer Anlass ist eine Einzelausstellung, die André Breton für Toyin in Paris organisiert hat. Und sie verlassen 1947 Prag und werden nie wieder zurückkommen und gehen ins Exil nach Paris. Und diese Freiheit, die spürt man ihren Bildern an und Toyin genießt die Reisen mit den surrealistischen Freunden in die Bretagne und die Natur kommt wieder in ihr Werk, von der sie vorher so abgeschottet war. Das Transformierende, das Imaginierende kommt hinein und sie beschäftigt sich mit eigentlich wirklich den Grundfragen, dem Rätsel des Lebens. Wie ist die Natur zusammengesetzt? Die Alchemie, Wind, Wetter, Stein, Feuer. Und das halte ich für etwas sehr Faszinierendes, was sich durch ihr Werk durchzieht. Am Ende der Ausstellung stehen bei uns 11 Masken, die sie entwirft für ein Theaterstück von Radovan Ivčík, wo sie das aufnimmt, diese Hinterfragung von Identität, von Zuordnung von Kategorien zu Dingen, die sie Zeit ihres Lebens betreibt und die dort nochmal zum Bild wird in dem Spiel von Masken. Denn eigentlich ist es nichts anderes, dass sie in ihrem gesamten Oeuvre eigentlich das, was wir so gerne machen, nämlich die Prämisse von Identität, hinterfragt. Und das sind Fragen, die, glaube ich, extrem aktuell sind. Und deswegen, die Zeit ist reif, sie zu entdecken.